Wir kommen zu unserer Verabschiedung hier in der Porsche Arena. Und ich darf als Ersten den ersten Vorsitzenden vom TV Bittenfeld zu uns bitten. Herzlich willkommen mit einem Applaus, Achim Kreisel. Ja, Achim, ich habe es gerade schon gesagt, ein Riesenkompliment an alle Verantwortlichen, dass diese Saison durchgezogen wurde und vor allem auch so gut durchgekommen ist. Ich glaube, auch dir als langjährigen Vorstand und Funktionär zeugt das viel Respekt ab. Ja, also ich schließe mich dem an. Ich war im April sehr skeptisch, ob wir die Saison durchbringen. Wir haben 380 Spiele und wir haben 380 Spiele heute beendet. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Lob an die HBL und an jeden der Vereine. Bittenfeld, egal wie sie heißen, 20 Vereine. Der Jürgen als Trainer und Geschäftsführer hat mehr Konferenzen wahrscheinlich gehalten wegen der Pandemie und wegen der Spiele, die ausgefallen sind. Und wir beenden das heute sensationell. Wir haben den Applaus natürlich. Achim, letzter Spieltag ist immer auch ein Zeitpunkt, Abschied zu nehmen. Drei Spieler werden den Verein verlassen, dazu noch Co-Trainer Carsten Schäfer. Unser Cheftrainer bleibt uns ja als Geschäftsführer natürlich erhalten, auch wenn er nächstes Jahr nicht mehr Cheftrainer ist. Achim, glaube ich, eine Personalie, die wir auch dir als Vorstand vom TV Bittenfeld extrem wertvoll in den letzten Jahren, vor allem ja, für den Nachwuchs, für die ganze Identifikation im Verein. Ja, selbstverständlich. Ich möchte jetzt nicht die drei anderen, die uns verlassen, die beiden Spieler und den Carsten Schäfer, möchte ich definitiv nicht irgendwo hinten anstellen. Aber ich denke, mit dem Yogi Bitter, mit dem Weltmeister von 2007, haben wir natürlich eine Personalie gehabt, die uns weit über Bittenfeld, daher kommen wir, und Stuttgart hinaus einfach sehr viel Renommee gegeben hat. Und der Yogi war nicht nur ein Torhüter, der uns unheimlich weitergebracht hat. Der Yogi war nicht nur hier der Emotion Leader in der Bundesliga. Nein, er hat auch den TV Bittenfeld weitergebracht. Viele, viele Jugendspieler in der Minis, E-Jugend, D-Jugend und so weiter, die waren einfach stolz, im gleichen Verein zu spielen wie der Yogi Bitter. Und die Mannschaft, die erste Mannschaft hat entweder davor oder danach trainiert. Und das war für den Verein unheimlich toll, was für einen Spieler wir hier hatten, und die Jungs, die sind einfach begeistert. Und deshalb, ja, schade, dass er geht. Eines noch, der Yogi war jetzt 5,5 Jahre da. Der Wunsch bei mir wäre, dass er ein bisschen Schwäbisches mitnimmt. Breschlingsgselz und Eppiresalat. Wenn er das fehlerfrei in Hamburg rausbringt, wäre das eine tolle Sache, was er mitnimmt aus Bittenfeld, aus dem Schwäbischen. Yogi, wir werden dich definitiv alle sehr, sehr vermissen bei uns und wünschen dir alles Gute auf dem weiteren, hier steht er, auf dem weiteren Weg in Hamburg. Toll, Yogi, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Dankeschön, Achim Kreisel, erster Vorsitzender des TV Bittenfeld. Und dann dürfen wir den Sprecher der Gesellschafter zu uns bitten und Geschäftsführer bei unserem Hauptsponsor Kärcher. Herzlich willkommen, Christian May. Christian, eine lange Saison, gerade haben wir es schon auch thematisiert, geht zu Ende. Am Ende stehen 14 Siege für den TVB, so viel wie noch nie. 31 Punkte, auch so viel wie noch nie. Wie zufrieden bist du mit dieser Saison aus Sicht auch der Gesellschafter? Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir mit der Saison zufrieden sein. Mit all den Höhen und Tiefen, aber auch den allen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten, die es zwischendurch gab. Natürlich hätten wir uns gewünscht, vielleicht schon früher einen Schritt nach vorne zu machen. Wir haben eine hervorragende erste Halbsaison gespielt, sind ein bisschen aus dem Tritt gekommen in der zweiten und sind aber trotzdem am Ende des Tages froh, dass wir die Saison jetzt hinter uns gebracht haben, dass wir die mit dem Punkterekord zu Ende gebracht haben. Ja, da gibt es Applaus. Ja, und es war auch sponsorenseitig für den TVB ein ganz wichtiges Jahr. Die beiden großen Partner, Kärcher und Wohninvest, haben ihren Vertrag nicht um 2 oder 3 oder 4 Jahre verlängert, wie das in anderen Vereinen üblich ist, sondern um 10 Jahre. Auch vielleicht für beide gesprochen oder vor allem auch natürlich aus deiner Sicht für Kärcher. Es war ein sehr wichtiger Schritt für den Verein in einer schwierigen Zeit.
Ja, zum einen glauben wir an langfristige Partnerschaften. Wir glauben, dass es nur dann erfolgreich sein kann, wenn es eine Verlässlichkeit auf beiden Seiten gibt. Und die Werte passen hervorragend zusammen. Deswegen war es uns ein Anliegen, dort auch langfristig Sicherheit zu geben und einen so langfristigen Vertrag einzugehen. Und wir glauben, dass wir den TVW noch ganz, ganz lange begleiten werden und noch ganz viel Freude daran haben werden in den nächsten Jahren. Das ist noch eine schöne Aussage. Christian May, herzlichen Dank, der Sprecher der Gesellschafter. Und dann kommen wir zur Verabschiedung. Vorweg will ich noch eins schicken für alle Handballfans, die jetzt, weil es so spannend war, gerade nicht die ganze Zeit am Smartphone hingen. Der Deutsche Meister steht fest und wir schicken viele Grüße nach Kiel, zum THW Kiel, neuer Deutscher Meister der Saison 2020-2021. Ja, und dann kommen wir zu einem Mann, der kam 2012 zum TVB. 9 Jahre war er Co-Trainer, aber er war viel, viel mehr als Co-Trainer. Das werden uns gleich ein paar Stimmen hier auch bestätigen. Er war dabei beim Aufstieg in die Liqui-Moly-Handball-Bundesliga. 300 Spiele als Co-Trainer, 3 auch tatsächlich als Cheftrainer. Und ja, wir sagen Dankeschön für eine grandiose Zeit. Film ab. Da ich einer der wenigen bin wahrscheinlich, die erst gegen dich gespielt hat und dann unter dir trainiert habe, gibt es so viele Geschichten, die uns verbinden. Über so viele Jahre sind wir zu Spielen gefahren. Ich sage einfach, danke für die geile Zeit und gehe jetzt schnell mal meine HAV messen, denn viel messen hilft viel, habe ich unter dir gelernt. Und meine Kalorien tracke ich natürlich auch, damit ich die Abnehm-Challenge gegen euch alle gewinne. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Danke für die sehr kurze und sehr geile gemeinsame Zeit im Mai 2015. Werde ich nie vergessen. Alles Gute für dich. Du hast immer wieder gezeigt, dass du eine sehr, sehr harte Schale hast, aber auch einen weichen Kern. War eine tolle Zeit. Du hast, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit beim TVB mitgeprägt und einen großen Anteil daran gehabt. Und ich glaube, der Verein und auch vor allem Jürgen können dir sehr dankbar dafür sein. Daher auf diesem Wege wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg, was auch immer du einschlagen wirst. Ich bin mir sicher, der Handballwelt wirst du nicht lange fernbleiben und dafür bist du einfach viel zu ehrgeizig und bin gespannt, in welcher Art und Weise und wo man dich wiedersehen wird. Von daher, mach's gut, viele Grüße. Hi Carsten, mein Lieber, auch von mir alles Gute für deine Zukunft und ich wünsche nur das Beste und ich persönlich würde mich freuen, wenn wir uns mal treffen im Bittenfelder Wald zu einem 5x1000-Meter-Lauf. Ciao! Ja, servus Carsten. Bei dir habe ich mit 19 Jahren dann auch endlich gelernt, was Kondition im Handball bewirken kann. Dafür bin ich dir bis heute dankbar, sonst wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald am liebsten natürlich in der ersten Bundesliga wiedersehen und wünsche dir bis dahin alles Gute, viel Gesundheit, dir und deiner Familie und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen in den Sporthallen. Mach's gut, Carsten. Hau rein. Ich wünsche dir alles Gute. Ich rufe dich die Tage mal an und ich werde nie vergessen, dich bei unserer CrossFit-Lizenz, wie du komplett am Ende warst und im Endeffekt nichts mehr greifen konntest. Eine Woche lang werde ich nie vergessen und noch andere Anekdoten, aber die gehören hier nicht her. Ich wünsche dir alles Gute. Grüße an deine Family, dein Mimi. Ja, Castenius, jetzt ist es soweit. Deine Zeit beim TVB geht zu Ende. Wir hatten ja auch ein paar Jahre, die wir zusammen gearbeitet haben. Und unvergessen bleibt natürlich immer noch, wie du uns in der Postkartenidylle des Eibsees unseren Duathlon absolvieren lassen hast. Aber am Ende hat es ja alles auch sein Gutes. Die Jungs waren immer topfit und das war am Ende auch immer das Wichtigste. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht auch in der Scharena oder an sonstigen Handballspielstätten. Bis dann, mach's gut, dein Sko. Alles Gute zu der Zukunft, Carsten. Und ja, jetzt kannst du in Ruhe deine Handballschuhe wegstellen und ein Bier in der Kabine nehmen. Aber nicht sofort. Nach solchen Anstrengungen und langer Belastung musst du zuerst auslaufen. Hallo lieber Carsten. Ich möchte dir sagen, dass ich viel von dir gelernt habe. Ich muss dir auch sagen, dass du eine tolle Torwarttrainer bist. Besondere für jemanden, der noch nie ein Torwart war. Großer Respekt von mir. Ich wünsche dir alles Gute und
Prost, dein Draghi. Ciao. Carsten, dein Applaus. Ja, ich meine, so Worte muss man erstmal sacken lassen, oder? Auf jeden Fall. Also ganz tolle Worte, ganz tolle Menschen, die ich hier in den letzten Jahren kennengelernt habe. Sehr bewegend. Also ich habe das die ganze Woche wenig gespürt, aber heute, an diesem Tag, ja, spüre ich das sehr, wie mir das nahe geht. Ja. Wenn man nach so einem Spiel, wo die Jungs noch mal alles hier auf dem Feld gelassen haben, die Jungs abklatscht, dann merkt man, dass man aus dieser Halle gehen wird, aber dass ein Stück hier bleiben wird. Und das wird auch eine Weile wehtun. Bin gespannt, wie sich mein Leben ohne Handball anfühlen wird in den nächsten Monaten. Die Zukunft wird es zeigen. Carsten, wir blicken auf eine ganz, ganz lange und tolle und erfolgreiche Zeit zurück, seit 2012 mit dir als Co-Trainer. Und wir haben es auch gehört, du bist weit mehr als ein normaler Co-Trainer. Du warst vor allem auch in den letzten Monaten Corona-Manager auch fürs Team, hast dir dort wahnsinnig viel Arbeit dann auch für die Jungs geleistet. Wenn du so an einen Moment zurückdenkst, was Hüttenberg, was wird dir als der Moment der TVB-Zeit in Erinnerung bleiben, oder mal irgendwas Spaßiges im Trainingslager? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Momente. Das ist schwierig, da einen herauszuheben. Aber einer, der mich ganz besonders beeindruckt hat, war, Hakan hat es eben gesagt, ich bin hier zum Torwarttrainer geworden, war selber nicht Torhüter. Und nachdem ich das 2 oder 3 Jahre gemacht hatte, hieß es, Jogi Bitter kommt zu uns. Dann saß ich zu Hause auf der Couch zu meiner Frau, habe die angeguckt und habe gesagt, ich soll dem nächsten Jogi trainieren. Was mache ich mit dem? Ja. Ja, genau. Ihr lacht zu Recht. Die Situation ist so ein bisschen grotesk. Aber am Ende haben wir das sehr gut hinbekommen. Wir haben einen sehr guten Weg miteinander zusammen gefunden. Ich habe sehr, sehr gern mit ihm zusammengearbeitet. Ich glaube, er auch. Und so geht es mir eigentlich mit allen Jungs. Die ganzen Jungs sind alles ganz tolle Menschen und es macht einfach Spaß und sie machen es einem total einfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und du hast ihn nochmal zum Nationaltorwart gemacht, hier dann im Trikot des TVB. Carsten, du wirst eine schöne neue Aufgabe haben im Familienunternehmen. Du wirst immer mit offenen Armen hier willkommen geheißen werden. Wann immer du zum TVB kommst, kriegst ein paar Erinnerungsstücke mit, denn Volker Achim Kreisel wird uns jetzt natürlich auch den Bempel aus Bittenfeld natürlich überreichen und Christian May auch mit noch einem Bild zum Abschied. Und damit heißt es ein großes Dankeschön an Carsten Schäfer! Carsten, ich wünsche alles Gute. Carsten Schäfer! Und dann kommen wir zum ersten Spieler. 2 Jahre hat er das Trikot des TVB getragen. Es waren jetzt am Ende dann 62 Spiele und 52 Tore. Und das 52. war vielleicht sein Wichtigstes. Hier kommen Impressionen von Tim Wieling.
Chiffre Nummer 96. Wir sagen Dankeschön, Tim Wieling. War das so? War das der wichtigste Treffer von den 52? Ja, kann man schon so sagen. Also nach so einem Spiel, natürlich war das für mich auch was Besonderes und ich bin auch nicht gut ins Spiel reingekommen. Da habe ich mir gesagt, okay, das Wichtigste ist, das Ding am Ende zu machen, wenn es drauf ankommt und für die Mannschaft nochmal beizutragen. Und es war mega wichtig, dass wir heute noch einen Punkt geholt haben. Also ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich kann mich noch gut erinnern an unser erstes Interview in der Schwabengarage bei der Spielerpräsentation, dass du mit Schwäbisch so am Anfang so ein bisschen deine Probleme hattest. Achim wollte Brechtlingsgesells, dass ihr das alles mitnimmt. Also nicht nur Jogi, das gilt wahrscheinlich auch für dich. Kannst du mit was anfangen? Ja, Schwäbisch, da muss ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber mittlerweile so ein paar Phrasen habe ich schon im Kopf. Die muss ich jetzt halt auch wieder in Hamm einführen, würde ich sagen. Okay, also Achim, Brechtlingsgesells kriegen wir beim Tim dann auch noch hin. Tim, was nimmst du sonst noch mit aus den Jahren hier beim TVB? Ja, vieles. Also es war für mich, ich habe echt sehr, sehr viel gelernt und tolle Jungs kennengelernt. Und ja, 2 Jahre in der ersten Liga wird man nie vergessen. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg beim ASV Hamm Westfalen. Hier gibt es auch wieder 2 Erinnerungsstücke und ein Dankeschön an Tim Willi! Dankeschön. Dankeschön, Tim! Und dann kommen wir zu einem Mann, der ebenfalls mit Tim gemeinsam kam, 2019, 37 Spiele gemacht hat, viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Da, wo er seine beste Partie gemacht hat, hier in der Porsche Arena, reißt er sich dann dramatischerweise das Kreuzband, ist schon wieder auf dem Weg der Besserung, aber geht im Sommer jetzt nach Frankreich zurück, nach Rennes. Und hier sind nochmal Impressionen von unserem Rudi, Rudolf Falowegi. Ein herausragender Handballer, ein großartiger Musiker, Rudolf Falowegi! Es gibt wahrscheinlich keinen, der da drüben sitzt, der nicht vor dieser Aufnahmeprüfung extrem Angst hat, wenn er singen muss. Für dich
war das ein Genuss, hat man gerade gehört, und vor allem für die, die zugehört haben. Das war extrem komisch, weil diejenigen, die mich kennen, wissen, dass Musik bei mir eine Leidenschaftssache ist und ich übe solche Sachen auch sehr gerne, aber mit Leute, Zuschauer sozusagen, das wirklich so leisten, performieren, das ist komplett andere Sache. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Was bleibt noch als Erinnerung an den TVB? Rudi, du hast Verletzungen gehabt, immer wieder Rückschläge, hast dich immer wieder wirklich ganz, ganz vorbildlich zurückgekämpft, hast viel Zeit auch für deinen Körper investieren müssen, viel mehr als viele andere. Und ja, jeder, der hier drüben sitzt oder hier auch in der Halle ist, hätte dir viel, viel mehr Spiele auch gegönnt, weil man auch dein Potenzial auch immer wieder gesehen hat. Was nimmst du mit aus dieser Zeit hier in Stuttgart? Ja, schon viele Sachen. Also diese ganze 2 Jahre hier mit euch in Stuttgart beim TVB, das war wirklich interessant, weil es ein gutes Beispiel war. Man kommt mit Erwartungen. Wir wollen ja viel schaffen und Erfolg haben, aber halt das Leben hat seine eigenen Wege, wie es uns fordern möchte, und das müssen wir akzeptieren. Und auch wenn ich deutlich weniger Zeit auf dem Feld hatte, wie ich das gehofft habe, trotzdem habe ich das geschafft, weiterzuentwickeln auf dem Feld, und ich glaube, ich bin auch besser Person geworden mit der Zeit. Und natürlich die dauerhaften Freundschaften, die Erinnerungen, die bleiben mit mir, und alles, was ich gelernt habe. Es ist immer noch bitter und ich sage trotzdem, schade, dass die Verletzungen meine Zeit so öfters unterbrochen haben. Aber man muss immer die schöne Seite, die positive Sachen finden, und das versuche ich auch. Rudolf, wir wünschen dir auf deinem Weg in Frankreich alles, alles Gute, und ich glaube, ich spreche für uns alle aus tiefstem Herzen: Werd gesund und bleib gesund. Zeig das, was in dir steckt. Ein herausragender Spieler, ein toller Mensch. Dankeschön. Rudolf, Faluigi! Dankeschön. Nochmal alle Hände für Rudi! Als er im Januar 2016 hier nach Stuttgart kam, ich kann mich noch auch gut an die Pressekonferenz erinnern, da hat eigentlich fast niemand gedacht, dass er erst im Sommer 2021 hier dann verabschiedet wird. Und er hat tatsächlich, glaube ich, nicht nur ein Herz hier in Stuttgart. Und wir sagen Dankeschön, und ein paar Weggefährten sagen ebenfalls Dankeschön und blicken zurück auf seine Zeit hier in Stuttgart. Unser Kapitän, unsere Nummer 1, Yogi Bitter. Ja, liebe Grüße an den weltbesten Handballtorhüter, den ich kenne, und auch an dich, Yogi. Nein, natürlich bist du für mich der weltbeste Handballtorhüter, den ich kenne. Und wollte dir einfach nur auf diesem Wege alles, alles Gute wünschen für ja, dein neues Kapitel für Hamburg. Und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von dir hören, von dir lesen. Bleib so, wie du bist. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Mach's gut, Yogi. Ciao. In Hamburg sagt man Moin, in Bayern Servus. Jetzt verlässt du Stuttgart. Stuttgart wird Yogi vermissen, das weiß ich. Aber ich habe einen Hannes kennengelernt und das freut mich umso mehr. Wir sehen uns in Hamburg. Auch deine Zeit beim TVB
geht zu Ende. Über 20 Jahre sind wir jetzt schon gemeinsam im Handballzirkus unterwegs. Aufgrund auch deiner Entwicklung konnten wir danach auch mit der Nationalmannschaft einen großen, ganz großen Titel feiern. Haben tolle, schöne Erlebnisse gemeinsam erlebt. In diesem Sinne, viel Glück, viel Gesundheit. Schorsch, mach's gut. Ich habe es ja schon oft erzählt, dass ich nach der WM 2007 angefangen habe, Handball zu spielen. Dann irgendwann oder auf irgendwelchen Wegen dann die Ehre hatte, mit ihrem Verein zu spielen. Dann sogar noch zwei Turniere zu spielen, wo wir beide immer noch nicht wissen, wie das passieren konnte. Aber ja, was ich eigentlich sagen will, es war eine wahnsinnige Ehre, mit dir in allen drei Halbzeiten auf dem Feld stehen zu dürfen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja, lieber Jogi, auch von mir alles, alles Gute für dich in Hamburg, vor allem auch privat mit deinen Kids und Anna. Aber dem Handball bleibst du ja verbunden noch für einige Zeit und ich freue mich dann schon 2032, dich dann wieder bei den Olympischen Spielen zu sehen. Und wenn dann dein ältester Sohn auch schon dabei ist und ihr dann gemeinsam spielt, also bis dahin, bleib fit und alles Gute. Schöne Grüße aus Herzogenaurach. Ich begleite hier das letzte Turnier von Jogi Bitter als Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und wünsche dir, Jogi Löw, natürlich ein tolles letztes Handballspiel in Stuttgart. Wünsche dir eine gute Zeit danach. Hab mich gefreut, dass wir uns beruflich und privat ein bisschen kennenlernen durften und das ein oder andere Bier, den ein oder anderen Kaffee oder das Bad Berg geleert haben. Und wir sehen uns dann bald auch mal wieder bei dem Handballspiel und dann heißt es wieder Sie, Jogi Löw, Bitter, Jogi Bär. Ja, moin aus Hamburg, lieber Jogi. Ich weiß, jeder Abschied fällt schwer und du hattest sicherlich auch eine sehr gute Zeit in Stuttgart. Ich werde mein Bestes geben, um dir den Abschied zu versüßen. Wie du siehst, hier in Hamburg ist immer bestes Wetter. Darauf kannst du dich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir haben hier eine sehr gute Zeit zusammen. Das Bier ist kaltgestellt. Ganz viel Erfolg in Tokio und bis ganz bald. Ciao. Gefühlt bist du eigentlich erst gestern hier angekommen und jetzt gehst du schon wieder. Die Zeit im Süden hat dir hoffentlich gefallen. Spontan fällt mir dann natürlich unser Besuch auf diesem kleinen Volksfest ein in München. Die Brandrede vom Heffi immer noch in meinem Kopf. Danke für alles und du bist mich nicht los. Wir kommen mit der Familie, ich komme allein nach Hamburg. Also seid ihr sicher, das Chapter geht weiter. Ciao, mach's gut. Ja, es war meine Ehre, 3 Jahre in Stuttgart mit dir zusammen zu spielen und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß und Freude gemacht. Ich denke, es war eine sehr erfolgreiche Zeit und der TVB hat dir jede Menge zu verdanken. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich, dass wir ja auf unsere alten Tage nochmal zusammen spielen dürfen in Hamburg und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Bis dahin, bleib gesund und lass dich gebührend zum Abschied feiern. Mach's gut, ciao. Unser Kapitän, unsere Nummer 1, Jogi! Jogi! Ja, in Hamburg ist immer schönes Wetter, sagt Schimmel, er muss es ja wissen, ja, ist ja auch schon eine ganze Zeit lang dort. Jogi, was hast denn du damals gedacht, wie lange das Kapitel TVB Stuttgart geht, als du hier unterschrieben hast im Januar 2016? Ja, ehrlicherweise habe ich gedacht 4,5 Monate, bis Ende Mai, Anfang Juni. Und es war für mich eine verrückte Zeit, dieser Jahreswechsel 2015 auf 2016, viel, viel passiert und ja, dann bin ich hierher gekommen nach Stuttgart, hatte das überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, wir haben sie vor ein paar Tagen nochmal rausgeholt und bis, glaube ich, ich war so ein Patrick, glaube ich, am Ende, der mir dann die Flüge geschickt hat, wie man dann von Hamburg nach Stuttgart kommt. Bis dahin war das für mich weit weg, hierher zu wechseln, aber in dem Moment habe ich dann gesagt, gut, das wird ein schönes Projekt. Und das Projekt hat jetzt 5,5 Jahre gedauert. Du bist wieder zum Nationalspieler geworden im TVB-Trikot. Hast jetzt die Chance, nochmal zu Olympischen Spielen zu fahren im Sommer. Hast viele Freunde gemacht oder kennengelernt. Nicht nur Freunde, sondern auch mehr als Freunde. Und ja, kannst immer sicherlich auch gut auf die Zeit zurückschauen, auch ohne Titel.
beim TVB. Aber es ist wahrscheinlich mehr als ein Titel hier, oder? Ich glaube, wir haben in einigen Jahren und gerade am Anfang mehr als einen Titel gewonnen. Das hat uns, glaube ich, nicht jeder zugetraut hier in Stuttgart, aber auch nicht in Handball-Deutschland, dass wir die Klasse halten. Aber wir haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, sind stabiler geworden und haben auch Rückschläge gut weggesteckt. Und ich fand, dass der Weg immer nach oben ging. Und das ist manchmal mehr wert als irgendein Titel. Was hätte denn passieren müssen, dass wir Jogi nicht dieses Jahr verabschieden, sondern irgendwann in weiter Zukunft? War einfach auch der Druck der Kinder zu stark, den Papa wieder bei sich zu Hause haben zu wollen, wenn es jetzt die Chance gibt, wieder erste Liga zu spielen in Hamburg? Können wir Sie fragen. Schön, dass ihr da seid heute. Die Jungs von Jogi. Also natürlich, jeder, der hier ist, weiß, dass mein Herz immer halb in Hamburg war. Ich bin, weiß ich nicht. Flugmeilen, es ist nicht gut fürs Karma, wenn ich das hier heute erzähle, aber ich war sehr viel unterwegs und nachdem klar war, dass es in Hamburg wieder in diese Richtung geht und mein Herz auch gesagt hat, ja, ich möchte da wieder dabei sein, war das keine Entscheidung gegen den TVB, sondern eine Entscheidung für Hamburg und ja, jetzt freue ich mich sehr. Jogi, in Hamburg sagt man Tschüss, in Stuttgart und in Bittenfeld sagt man Auf Wiedersehen. Wir freuen uns alle, wenn du immer, wann du Zeit hast, herzlich willkommen hier bei uns bist, bei den Spielen oder beim Most- und Rettichfest oder was auch immer. Herzlich willkommen noch einmal. Dankeschön. Danke euch allen. Und Christian May. Und ein Applaus für unsere Nummer 1, Jogi. Und alle! Und dann bitten wir noch unseren Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweiger zu uns, der auch eine lange, harte Zeit jetzt zu Ende bringt mit dem heutigen Spiel. Riesenapplaus für Jürgen Schweigert! Jürgen, tief ausatmen, mit einem Punkt die Trainerkarriere zu beenden. Nach Hochs und Tiefs in dieser Partie, wie glücklich und stolz bist du nach dem heutigen Spiel? Sehr, sehr, sehr stolz auf die Jungs. Ich denke, dieses Spiel heute war ein Spiegelbild der ganzen Saison. Es ging gut los, dann sind wir ein bisschen in ein Loch gefallen, haben uns wieder gefangen, lief es wieder schlechter. Und ich glaube, es ging 3 oder 4 Mal so. Und am Ende ging es aber gut aus. Wir haben noch einen Punkt geholt, wir haben 32 Punkte. Ich denke, diese Punkteanzahl hätten wir vor der Saison auf jeden Fall genommen. Klar, wenn man dann nach so wenigen Spielen schon 15 hat, dann vielleicht nicht mehr. Aber diese Mannschaft hat noch ganz viel Entwicklungspotenzial und ich freue mich sehr, das zu begleiten zu dürfen, wenn sie das dann in den nächsten Jahren heben. Stimmt, ich hatte auf meinem Zettel 31, habe den Punkt dann irgendwie nicht dazu addiert. 32 Punkte tatsächlich und 14 Siege, auch so viel wie noch nie. Klar, es war ein bisschen längere Saison als sonst, aber es gab viele Highlights und es gab auch ein paar Downs. Gut, dass die abgestiegen sind, die jetzt abgestiegen sind. Da haben wir viele Punkte liegen lassen, auch wenn wir das niemand wünschen wollen natürlich. Aber ich sage es jetzt mal nur rein aus statistischer Sicht. Jetzt geht es weiter für dich als Geschäftsführer, quasi wieder den Weg zurück, ausschließlich zum Schreibtisch. Was wirst du am meisten vermissen? Ja, dieses Adrenalin wie heute, dass es kurz vor Schluss noch um was geht und wenn es dann gut ausgeht und man sich gemeinsam freuen kann, das gibt es nur im Sport, das gibt es vielleicht auch nur im Leistungssport und das ist was, wo man nirgends anders bekommt und diese Adrenalinschübe und dieses voll eigentlich auch als in einer Gemeinschaft einem Ziel hinterher arbeiten und das versuchen zu erreichen, das wird mir sicherlich fehlen. Jürgen, du wolltest aber auch noch
wichtige Sätze zu den Menschen sagen, die uns heute verlassen? Ja, das, mir ist es auch wichtig, mich bei euch Vieren im Namen auch vom ganzen Büro, vom ganzen TVB, aber auch ganz persönlich von mir zu verabschieden. Ich möchte mit dir, Tim, anfangen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, da hinten hinterm Kasten. Ja, also dir vielen Dank, für dass du Part dieses Teams warst und auch immer ein Teamplayer warst, auch wenn ich weiß, dass deine persönlichen Bedürfnisse nicht immer erfüllt wurden, hast du dich trotzdem immer in Dienst der Mannschaft gestellt und ich denke, das ist nochmal ein Riesenapplaus wert. Lieber Rudi, also ich möchte jetzt nicht mit dem Sportlichen anfangen, sondern mit dem Menschlichen. Du bist ein so außergewöhnlicher Mensch, wie ich bisher wirklich wenig in meinem Leben getroffen habe. Muss man sich vorstellen, Rudi ist Ungar, hat in Frankreich gespielt, kommt hier zum ersten Training und spricht perfektes Deutsch. Und ich denke, das sagt ganz viel über seinen Charakter aus, dass er einfach sehr, sehr professionell ist, sehr, sehr akribisch ist und sich auf alles sehr, sehr gut vorbereitet. Und umso mehr tut es mir dann leid, dass du dich nicht vorbereiten kannst, dass Verletzungen dazwischen kommen. Aber wie du das wegsteckst als Mensch und immer positiv bleibst, immer freundlich bist, nochmal, das ist ganz, ganz großer, ganz, ganz großes Kino. Und ich hoffe einfach für dich, dass das sportlich, dass du dich stabilisierst von den Verletzungen, in Frankreich den nächsten Schritt gehst. Aber ich kann dir auch sagen, wenn das nicht so sein sollte, du hast so viel Charaktereigenschaften, dass du noch einen ganz, ganz guten Weg gehen wirst, egal in welchem Bereich. Vielen Dank, Rudi. Herr Jogi, ich kann mich auch noch gut an den Januar 2016 erinnern. Ich war auf einer Trainerfortbildung, das weiß ich, wo im Kreise der Gesellschafter die Idee aufkam, nachdem Hamburg eben pleite war und das öffentlich wurde, dass wir uns vielleicht Unterstützung holen könnten von Jogi Bitter. Und nochmal, Jogi, jetzt ist es fast schon Normalität, dass er bei uns war 5 Jahre, aber wir wissen alle, dass du in den letzten 20 Jahren einer der schillerndsten Persönlichkeiten in unserem Sport in ganz Deutschland warst und alles andere als selbstverständlich ist, dass du bei uns gespielt hast. Aber in diesem Wochenende habe ich, glaube ich, noch nie so viel telefoniert in meinem Leben davor und danach nicht wie in diesem Tag. Wir haben damals, ich glaube, mit 50 Sponsoren gesprochen und die konnten es alle gar nicht glauben. Ich habe dann immer gefragt, wer? Habe ich es richtig verstanden? Jogi Bitter? Sag ich, ja, wir haben vielleicht die Chance. Jogi Bitter, habt ihr ein paar Euro übrig, dass wir die in einen Topf schmeißen können und dann nach Hamburg schicken? Und haben ganz, ganz viele Leute mitgemacht und es hat funktioniert. Du hast wesentlichen Anteil, dass wir in der Liga geblieben sind. Du hast wesentlichen Anteil, dass wir uns so entwickelt haben und ich glaube, da kann der ganze TVB, alle, wo hier sind, uns mit dem TVB halten, sehr, sehr stolz sein, dass du bei uns warst. Vielen Dank, Jogi. Carsten, ich habe in 7 Saisons durfte ich Cheftrainer vom TVB sein. In 7 Saisons warst du immer an meiner Seite. Jetzt, wer uns so ein bisschen kennt, weiß, dass Carsten und ich in schon einigen Dingen immer wieder auch mal eine andere Sichtweise hatten. Aber umso bedeutender finde ich eigentlich unsere Beziehung, die wir da aufgebaut haben, weil wir ganz oft diskutiert, manchmal auch über Punkte gestritten haben, aber am Ende immer, und das war mir immer zu 100% bewusst, es um die Sache ging. Es ging nie um persönliches Durchsetzen von einer Meinung oder von irgendwas, sondern uns ging es um die Sache und das glaube ich, dass das nicht selbstverständlich ist und ich glaube, wir können auch stolz auf unseren gemeinsamen Weg sein. Wir sind zusammen in die erste Liga aufgestiegen, wo wir es dann wieder übernommen haben, zusammen in einer ganz schwierigen Phase nach 10 Niederlagen ziemlich souverän den Klassenerhalt geschafft und auch die nächsten Jahre, auch dieses Jahr, wenn es jetzt nochmal ein bisschen knapp war, aber doch, glaube ich, sehr souverän das geschafft. Ich möchte dir deshalb vor allen Dingen für eins danken in all den Jahren. Es waren auch schwierige Phasen dabei und kritische Phasen dabei. Ich möchte dir vor allen Dingen für deine Loyalität danken. Und auch jetzt, nachdem die Wege auseinandergehen, war das immer, immer freundschaftlich, immer professionell. Und das zeigt deinen Charakter. Vielen Dank, Carsten.
Dankeschön, Carsten. Dankeschön, Tim. Dankeschön, Rudi. Dankeschön, Jogi. Ich darf alle nochmal hierher bitten zum gemeinsamen Bild. Nochmal großen Applaus. Kommt alle nochmal her, bitte. Jogi. Kommt vielleicht hier. Kommt hier rüber. Kommt. Hier ist doch vielleicht ganz gut. Und nochmal einen riesen Applaus für unsere Männer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank noch für eure Zeit, hier auch bei der Verabschiedung dabei zu sein. Dankeschön, alles, alles Gute für die Männer, die uns verlassen. Und das war es noch nicht ganz, denn die Mannschaft kommt gleich noch rüber ins Palm Beach. Da gibt es noch Barbecue für alle. Ihr seid alle herzlich willkommen gleich drüben im Palm Beach. Und damit einen schönen Sommer. Wir sehen uns in der Saison 2021-22 wieder hier in der Liqui Moly Handball Bundesliga, denn der TV B spielt auch im nächsten Jahr in der ersten Liga mit den geilsten Fans der Welt. Dankeschön, schönen Abend noch!